So, Nefgaim. Ich fühle mich nicht repräsentiert. Ich bin. Ein bisschen dunkler bin ich schon. So. Bisschen Stilmeck Stienstein, oder? Aktuell habe ich auch eher eine andere Frisur, würde ich sagen. Warte mal, jetzt muss ich erstmal diesen Down on your knees. Das klingt nicht gut. Moin, moin. Hallo, hallo. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen Nachmittag? Mittag. Ja, Nachmittag fast. Und ein schönes Wochenende wünsche ich dir. Ja, nun, nee. Gibt's hier noch, gibt's noch mehr? Ich fühle mich unterrepräsentiert mit meiner Frisur. Warum gibt's denn hier nicht irgendwas mit einem... Also ich muss ja einen Seitenscheitel... Ja, das... Können wir den Scheitel ändern? Aber es sieht schon ein bisschen nach mir aus, wenn ich morgens aufstehe. Wowza. Naja, das bin ich auch richtig. Nein. Auch nicht. Weniger. Kann man... Den Geschlecht muss man nicht festlegen, ne? Finde ich cool. Nice ein Stein. Ja, das kommt dem auch schon ziemlich nah. Obwohl da hinten die Zipfel, die sind auch nicht so gemeint. Nö. Auch nicht. Nö. Oh, oh. Nein. Ja, nehmen wir den, was soll's. So, dann die Augen. Danke gleichfalls. Vielen Dank. So, dann. Also, ich gucke mir Dinkum an. Du warst, weißt nicht, wie lange du jetzt schon dabei bist. Und ich habe noch keine Ahnung von Dinkum. Ja, guck, bisschen böse, ne? Ich wollte eher müden Blick, aber ich bin immer müde. Nein. Blau ist ja schon ganz richtig so. Zu viel Wimpern. ein bisschen was von One Punch Man. zu viel Wimpern. Der gefällt mir. Guck, bisschen unspektakulär. So, eine Nase hätte ich auch gern. Ja, doch, Nasen, habe ich gehört, sind ein praktisches Konzept. Also so per se. Warum ist sie denn so rot? Es sieht ja aus, als ob ich gesoffen hätte. Willst du nicht irgendwas, was ein bisschen verschmitzter aussieht? Ja, ja. Gefällt mir. So, achso. V-Schnitt ist ja gar nicht so meins, ne? Klassisch schwarz. Und Firm. What's your name? My name is, as usual. Kann ich das vielleicht tippen? Oh ne, kann ich nicht. Schwierig. Okay, okay. Wenn man es halt so. Geht ja auch. Viel Spaß, vielen Dank. Ich werde versuchen, Spaß zu haben. enter. What's the island's name? Machen wir wieder das legendäre Wortspiel. Das Problem ist die Aussprache. Denn es könnte Cryland heißen. Aber das würde klingen wie Weinland. Also wie Heulland. Könnte auch Chrisland heißen. Also es ist halt... Brauchen wir einen Namen. Ich nehme Namensvorschläge an für meine Insel. Ich bin ja so unkreativ bei Namensfindung. Meistens schlechte Wortspiele dabei raus. Wie man sieht. Monkey Island? Nee, ist ja nur geklaut. Das ist ja blöd. Da scheint ein existierender Name einfach übernommen. Das ist überhaupt nicht so meins. Dich kenne ich doch. Nein! Ich streiche alles ab. Überhaupt das Gegenteil. Hallöchen, Zurit. Schön, dass du da bist. Ey, dich habe ich ja lange nicht gelesen und gesehen. Halli, Hallöchen.
Jetzt Zurit, liebe Freunde, ist der Typ, der mich überhaupt zu Lite gebracht hat. Das habe ich vorhin über Lite geredet und plötzlich ist Zurit bei mir in der Dings. Vielen Dank für den Follow, Zurit. Wie geht's dir? Ich hoffe, es ist alles gut bei dir und deiner Familie. Ja, Zurit, 2014 war es, glaube ich. Da war derjenige, der mich dazu gebracht hat. Hast du das Game heute auch gehofft? Yep. Für Stream. Ich kann es ein bisschen von der Steuer platzen. Aber nein, ich hab einfach Bock gehabt. So, ich habe bei Hirnsturz die Überschrift gesehen, dass es wohl so ein bisschen wie so, sag schnell, wie Animal Crossing sein soll. Und dann habe ich aber Bilder gesehen, wo jemand rumgelaufen ist mit dem Speer. Und da dachte ich so, Animal Crossing mit Kämpfen, nice. Finde ich gut, nehme ich. Vielleicht kann ich Tom Nook hauen. So, okay, dann bleiben wir also doch bei Cryland, ja? Oh, komm schon. Warte mal, vielleicht können wir es wieder. Das ist völlig falsch. Fuck. Kann ich hier irgendwie. Das ist zurück, ne? Fuck, kann ich da reinklicken? Warte mal. Excuse me? Fuck. Fuck. Okay, kann ich. Wäre richtig, richtig peinlich geworden. Kann meinen Namen schreiben, ich schwör's. Es gibt nur Krylan? Na gut, dann heißt es jetzt Krylan. Alles verkackt. Almost everybody was forced to move to fast jeder wurde. Oh, jetzt ist richtig sorry. Wurde dazu gezwungen, in diese Stadt zu ziehen. Ah, nicht so schnell. Du wurdest hier geboren. Okay. Okay, kaum jemand hat den Wunsch, die Stadt zu verlassen. Aber du hast es. Mehr als je zuvor. Und vielleicht hast du einen Weg nach draußen gefunden. Help wanted. Wir suchen nach einem. Okay, ich dachte, ich hätte Zeit zu lesen. Ja, gut, okay. Also, wir schaffen es irgendwie rauszukommen. Hol mich da raus. Mit Altavil. Also, ich liebe jetzt nach Krylan. Ey, jetzt funktioniert das Wortspiel gar nicht mehr, wo ich mich vertippe. Nein, vertippt. Er hat, glaube ich, das D weggelöscht, ne? Weil es nicht zu lang war. Not sure though. Ich kann dich ja irgendwie umbenennen. Vielleicht? Ich muss mal mich unbedingt rauskriegen. Muss mal gucken, dass ich meine Kamera verstelle und Spiele wie diese hier meinen Nvidia Broadcast aktiviere. All passengers, please prepare to leave on the airship. Okay. Prepare to leave the airship. Zurück, spielst du denn eigentlich noch Elite am PC? Vielleicht haben wir gelandet. Sieht aus, als wenn wir gelandet wären. Ja, wow, wir stehen auch. Ich erzähle dir was. Ich bin so glücklich, dass du dich dazu entschieden hast, mit uns zusammenzuarbeiten, um dieses für dieses Adventure zusammenzuarbeiten. Dings. Muss ich mal wieder installieren. Ja, mach das mal. Sag Bescheid. Dann können wir wieder zusammen losziehen. Lass es so machen, das ist einzigartig. Einfach sagen, das muss so. Das ist eine sehr gute Idee. Ich glaube, das mache ich so, ja. Die Konsolenversion kannst du ja jetzt vergessen. Ja, stimmt. Stimmt! Du hast es ja eine Zeit lang auf der Konsole gespielt. Ja, so schlimm, ey. Ja, ich habe schon erzählt, so was Frontier da mit Elite angestellt hat. Puh. Ich bin auch kein großer Fan von Odyssey. Ich habe das zwar, aber ich bin kein großer Fan davon, muss ich sagen. Ich spiele ja zwischenzeitlich auch hier Star Citizen. Und ey, allein da macht das Footplay, nenne ich es mal. Also die Space Legs machen da mehr Spaß. Alleine einfach nur zu einem Outpost fliegen, aussteigen aus dem Schiff, durch das Schiff durchgehen, was auch schon sehr wichtig für mich ist. Aus dem Schiff aussteigen, einfach in diesen Outpost gehen, das Paket abholen, das Paket ins Schiff bringen und wieder losfliegen, um das Paket bei irgendeinem Postkasten abzugeben, macht mehr Spaß als das blöde Space Lag Game
Bei Elite. Ja, No Man's Sky ist tatsächlich mir ein bisschen zu viel Grind. Ich spiele das auch immer mal wieder hier im Stream und es macht auch dann Spaß für ein paar Stunden. Aber Elite kann ich irgendwie dauerhafter spielen. Ich mag lieber das Raumschiff-Spiel bei Elite. Also ich mag diese Raumschiff-Simulation bei Elite. Und was mir bei No Man's Sky wie auch bei Elite fehlt, sind Schiff in Räume. Ich möchte gerne durch mein Schiff durchgehen. Das ist etwas, worauf ich immer sehr viel Wert lege. Und das bietet mir leider keins der beiden Spiele. Ich hoffe, dass bei sowas bei No Man's Sky nochmal kommt. Wenn es bei No Man's Sky jeweils kommt, dann kannst du mich direkt an Tropf anschließen hier und dann werde ich hier einfach eine Woche durchstreamen. Mark my words. Also, ich hatte schon gedacht, niemand würde sich, ich würde niemanden finden in South City. Quatsch, niemand in South City wäre tapfer genug, um mit mir zu kommen. Oh, das ist aber ein anstrengender Sprachsound. Jetzt so ein Beat runter. When we're the first and the only person, respond to my ad. Okay. Als du die einzige Person warst, die sich gemeldet hat, wusste ich, du bist die richtige Person. Guter Witz. Wie heißt der denn? Fletch. Okay, Fletch. Erzähl mir nicht so viel, lass mich spielen. Es ist wieder so Rätsel, die Spiele mag ich nicht, ne? Lass mich direct into action. Okay. Ey, schön direkt. Oh, ich kann die Kamera bewegen. Yes, love it. Aber die, warte mal. Oh, warte mal, kann ich die X-Achse? Nein. Allerdings. Kann ich die X-Achse? Fuck. X-Achse? Müsste die X-Achse sein. Warte mal. Ah, ich muss die X-Achse. Nein, das, ich werde ewig dazu brauchen. Weil. Boah, okay. Ich möchte gerne die X-Achse invertieren. Hallo Hilly! Ja. Na, schön, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Oben linker Punkt. Oh, wait, what? Ich guck gleich nochmal nach. Die Entwickler von No Man's Sky sind ja fleißig. Vielleicht kommt sowas ja irgendwann. Das hoffe ich. Also, ich setze da große Stücke in Hello Games. Ich bin ein großer Fan von No Man's Sky auch. Ne? Ich kann es bloß nicht so dauerhaft spielen, weil es dann doch recht repetitiv wird irgendwann. Den ganzen Ressourcenabbau. Also, alles endet ja am Ende, am Anfang. Also, die Kette fängt immer am Ressourcenabbau an, egal was du machen möchtest. Und es ist ein bisschen anstrengend. Ich habe die Minecraft oder Animal Crossing, aber das hier hat definitiv Suchtfaktor schon. Ja. Ich brauche dringend mal so einen Referral-Code. So oft wie ich schon Leute mit irgendwelchen Spielen anstecke. Wann gibt's sowas bei Steam eigentlich nicht? Es gibt sowas sogar bei Epic. Invent Camera, stand das da echt? Okay, ich schau gleich mal nach. Habe ich's überlesen, aber danke für den Hinweis. Was ist das, was du da spielst? Konsolengame? Nee, ist ein PC-Spiel. Es heißt Dinkum. Ist frisch rausgekommen im Early Access, wenn ich mich nicht irre. Von einer Person alleine entwickelt. Und ist so eine Mischung aus Stardew Valley, Animal Crossing und so ein bisschen Action-Gameplay, also ein bisschen Action-Adventure-Spiel ist auch drin. Man kann so gegen Monster kämpfen, die dann auch so verschiedene Spezialangriffe haben und so Kram. Also so ein Action-Adventure, Social-Aufbau, Farm-Building, Home-Building-Game. Ich glaube, das ist der Fachbegriff. Gibt es für PC? Und das zu empfehlen. Ah, Minecraft ist auch dabei, weil du das verändern kannst. Ah ja, das auch noch. Hieß bei Steam, genau. Leider Gottes, nicht auf. Also, ich glaube, auf der Switch wäre das auch ziemlich cool. Wenn es das auf der Switch gibt, werde ich es mir wahrscheinlich auch noch holen. Vielleicht kommt es ja auch noch auf der Switch vor meinem Urlaub. Das wäre schön.
Ich habe in 14 Tagen Urlaub und muss 10 Stunden Zug fahren dann. Ich fahre nach Wien für eine Woche und muss halt hin und zurück jeweils 10 Stunden fahren. Kann ich so ein Spiel gut gebrauchen. Ich habe natürlich eine Platzreservierung am Fenster, was für eine Switch eigentlich ziemlich dumm ist. Aber dann könnte ich damit nämlich ein bisschen zocken, die Switch an und Strom anschließen und so. So, wow. Smell that fresh air. Apropos, ich muss noch meinen viel zu bitteren Kaffee trinken. Und er ist eher sauer. Irgendwas ist mit dem Kaffee nicht. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Auch ich mache manchmal was falsch bei Kaffee. Vielleicht hätte ich den eher in einem Filter machen sollen. Wenn ich mir Kaffee nachhole, mache ich den einfach in einem Filter. Müsste mir eine Minute mehr geben. I tell you what, it feels good to finally be back on Cryland. Cryland. Es ist schön, wieder zurück auf Cryland zu sein. Jetzt brauche ich deine Hilfe, um mich hier niederzulassen, oder damit wir uns hier niederlassen können. Down von Elite Dolph. Doch gerne mal reinschauen, wie weit ich am PC war. Ja, sag Bescheid, Zurück. Ey, wir können gerne mal wieder uns zusammenschließen. Komm gerne auf den Discord, wenn du Bock hast. Ist jetzt. Keine Angst, du wirst doch nicht zugespammt mit irgendwelchen Nachrichten. Das ist da immer sehr ruhig und gediegen bei mir. Genauso wie meine Community ruhig und gediegen ist. Und, also anders als ich. Das ist genau Gegenteil von mir. Und wir können gerne mal zusammen wieder eine Runde duddeln. Ich bin da ja noch schon ein bisschen weiter. Geld kann man sich immer noch nicht rüber transferieren, aber man kann ja unterstützen. Ich habe vor einiger Zeit mal mit meiner. Also, ich habe mittlerweile auch fast alles an Schiffen, ey. Nur die Schiffe, die mich nicht interessieren, nicht? Und die Fraktionsschiffe. Und ich war dann vor einer Zeit immer so Void-Kristalle farmen und bin seitdem relativ reich gewesen. Müsste ich mal wieder machen. I give the space 10. Okay, also, wir kommen jetzt ins Zelt. Und wir sollen uns Zeit nehmen, um das Zelt zu placen. Take this map as well. As you have any questions, please just ask me. Ja, das sage ich meinen Kunden auch immer im Laden. I haven't been back to Krylon for a very long time, but I think I can still be here. Ja, okay. Okay, wir haben jetzt ein Map bekommen, ein Zelt bekommen. Wir sollen uns umgucken, uns Zeit nehmen dafür. Und sie wartet hier an den Docks. So, und wenn wir verloren gehen, können wir auf die Karte gucken. Alright. Und die Karte, okay. So. Uns mal um. So, ihr meintet, hier war irgendwie Settings. Invert-free Kamera. Ja, wow. Warum habe ich das nicht gesehen? Warte mal. Mal gucken, ob es die war. Nein. Aber es ist trotzdem richtig. Ah, falsch Knopf. So. Ja, bitte auch. Oh, ich kann sogar springen. Ich bin begeistert. Das ist jetzt richtig? Ja, ich glaube, es ist richtig. So, Open Pockets. Ich kann sogar Klamotten tragen. Und Geld gibt's auch. Sexy. Quick Move. Ach so. Mit Stack. Okay, cool. So. Nee, warte mal, das ist falsch. Entschuldigt bitte das ständige Hin und Her. Ich muss hier gerade mal. Jetzt ist. Hä? Die ist aber nicht invertiert. That doesn't work. Nee, es war richtig, was ich gemacht hatte. Bin verwirrt. Ah ja, also, wir haben hier das Zelt.
Ganz auch immer noch, ich muss einmal raus und dann wieder rein. So. Ja, 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 so, so ist richtiger. So, so ist richtiger. So. Base 10. Wo wollen wir denn basen? Jetzt müssen wir uns erstmal umgucken. Die sind immer zufallsgeneriert, die Maps. Also die Inseln hier. Das ist ein bisschen wie bei Animal Crossing. Jetzt direkt habe ich auch schon die Blocks aus dem Auge verloren. Da drüben sind die Docks. Aber die Musik ist angenehm. I like that. Wie ruhig? Ja, Tenno vielleicht. Ah! Ah! Okay, hier stelle ich mein Zelt nicht auf. Nur im Stream, genau. Im Stream habe ich sehr viele Lurker. Lurker-Schmörker. Warte, dann springe. Ach, hier springen. Okay. Kann ich springen? Schwimmen war das Wort. Der See, kann ich schwimmen? Ah, kann man auch wieder raushüpfen. Okay. Ah, ich hätte eigentlich gerne ein bisschen mehr Grün. Wir sind ja auch im Outback. Wo ist da drüben? Wo ist da drüben? Was ist das? Hier ist doch eigentlich, hier so unter den Bäumen so. Hier ist direkt ein Termitenhügel, ist auch nicht geil. Kratzt ja nachts. I'm really not sure though, da sind überall Krokodile. Wo stellen wir da unser Tent auf hier? Hier so, finde ich eigentlich ganz hübsch. Warte mal, wie benutze ich denn? So schalte ich durch, okay. Ah. So, unter die Bäume? Oder? So, also Place ist dann das. Okay. Rotate. Und Cancel. Ja, dann Place wieder. It's a place. Yes, it's a good place. It's a good place. Friss ihn! Dumm Sarkos. Ein bisschen schade eigentlich, dass wir in unserem kommenden Arc-Projekt keine Sarkos ziehen dürfen. Ich wollte mich schon immer mal auf Sarkos konzentrieren. This is where you decide to build, huh? Yes. It's absolutely perfect. Our new home. Here on Cry. The our new home. Ich habe nicht gesagt, dass du mein Zelt mitschlafen darfst. Ich fühle mich ein bisschen belästigt. Thank you so much for setting up. Base tent. Yeah, the base tent, gerne. Oh, und ich habe ein Base, hab ein Tent für dich auch. Wow, okay. Ah, okay. Ah, ich habe das Base gesetzt. Toll. Ja, danke. Jetzt kommt die in die... Jetzt hat die den tollen Platz. Liebe euch. Ich finde einen besseren Platz. So, ich brauche dich nicht. Ja, direkt unterm Mast. So, unterm 5G-Mast hier direkt. What now? What happened? And if yes, why? Sie sagt ja bis auch nicht, dass sie den schönsten Platz hat. Ja, aber wirklich. Also richtig. Miese Kiste. Was sagt denn die Karte? Warte, ich will nicht auf die Karte gucken, während das Krokodil mich tötet. Wow, da. Wow. What the actual. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Dass das so groß ist. Ich hätte jetzt so die Größe gerechnet hier irgendwie. Es ist ein bisschen Everglade-mäßig, ne? Sehr viele Flüsse, so. Wenn es eine Möglichkeit gibt, auf dem Wasser zu reisen, sollte ich das in Anspruch nehmen. Ich werde mal nach Norden. Also in die Richtung, die ich gerade gucke. Das ist dieser See. Da möchte ich, glaube ich, mal hin. Oh, die Karte. Doch, die Karte dreht sich. Hallo, Krokodil. Tschüss, Krokodil. Mir macht's gut.
Kann ich irgendwie auch laufen? Frage von Freund. Das Problem ist, wenn ich jetzt hier irgendwo siedel, brauche ich 1000 Jahre, bis ich wieder zurück beim Base bin. Und ich muss am Anfang bestimmt häufiger mal zur Base. Base. Bin ich richtig? Wenn ja? Hier bin ich nicht. Hä? Die Karte. Warte. Warte. Noch ein Setting, das ich einstellen muss. Ich möchte gerne, dass sich die Karte nicht bewegt. Wenn ihr was seht, sagt Bescheid. Ich möchte, dass sich die Karte nicht mitdreht. Aber hier sehe ich gerade nichts. Ich hasse es, wenn sich Karten mitdrehen. Warum macht man sowas? Karten müssen genordet sein, damit man sich orientieren kann. Warum sollen sich denn Karten mitdrehen? I mean, da. Wo ist denn jetzt Norden? Da. Kleine Pfeil da oben. Ah, das mag ich gar nicht. Ich muss, also ich weiß nicht, Karten müssen für mich immer genordet sein. Uns aufnehmen? Ich hab's aufgenommen. Ich bin ein alter Messi. Geh weg, Krokodil. Krokodil direkt von den Docks lauert. Das heißt genau Bescheid. Und ist doch das Ding. Hm? Hier so an den See? Hier so? Hier so? Ja, wird schon schief gehen. Habe ich das falsch gedreht? Nein! Wie, warte mal. Wait a second, why? Warum guckt das von mir weg? Kann ich das wieder aufnehmen? Oh! Warum, wenn ich das setze, warum... Verzeihung, kann ich das nochmal umsetzen? Das stimmt wie bei Animal Crossing, dass ich jetzt so mega den... Oh, dieser nahtlose Übergang ist schon geil. Bei Animal Crossing, dass ich jetzt einfach direkt Schulden aufnehmen muss. Okay, wir müssen damit umgehen, was wir haben. Ich werde hier einfach definitiv nochmal so ein bisschen Plateau erweitern. So, jetzt soll ich zurück zu ihr. Zurück zu ihr. Wo muss ich denn da hin? Oh, hier ist ein bisschen. Nach Süden. Auf der Straße nach Süden. Wo ist denn? Norden, da ist Norden. Ja. Da lang. Boah, das mit der Karte. Das mit der Karte ist wirklich ein bisschen anstrengend. Also ich bin es nicht gewohnt. Kann ich das vielleicht hier irgendwie ändern? Nee. Kannst du umsetzen für Schlappe 25.000. Ja, genau. Hallo, Helve. Ja, bitte erstmal nicht spoilern, aber ja, dachte ich mir schon. Wie bei Tom Nook, ja, die olle Sau.